Herzlich willkommen auf meinem Kanal Constructor. Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Ich meine, ich habe schon vieles bei Longboarden erlebt, aber das heute sprengt wirklich den Rahmen. Ich fuhr die Bahnhofstraße runter. An der Bahnhofstraße gibt es in nahezu jeder Stadt in Deutschland. Wen wundert's? Ordnungsgemäß, weil das eine sehr enge Straße ist, auf dem Bürgersteig, zum Glück kaum keine Fußgänger. Ich mache mir keine allzu großen Gedanken, denn was soll schon auf einem Fußgängerweg passieren, außer dass der ein oder andere Rollatorfahrer vorbeikommt und nicht hinschaut, wo er längs läuft, oder eine Katze oder ein Hund, wie auch immer. Ich fuhr da so längs, denkt mir nichts bei. Und was ist? Kommt von einer Steuerberater eine Tussi raus, setzt sich in ihren monströsen Jeep. Danke, Mercedes, für solche tollen Wagen. Mit Kuhfänger. Gibt Vollgas, fährt auf einer Auffahrt rauf. Ich kann gerade noch eine Vollbremsung hinlegen. Hätte ich neue Lager gehabt. Abspringen wäre zu spät gewesen. Naja, ich blieb 30 cm vor diesem Auto stehen. Ich schüttelte einfach nur mit dem Kopf. Was anderes zieht mir nicht ein. Und später... Böser Junge. Ich weiß, man macht es nicht, aber mir fiel wirklich nichts anderes zu ein. Naja, schüttelt sie einfach mit dem Kopf und fuhr weiter. Ich weiß nicht, was so etwas soll, so ein Verhalten. Aber vielleicht verderbt ja auch Geld den ein oder anderen Menschen oder macht den ein oder anderen absolut gehirnlos. Ich kann es nicht sagen, was in so einem Mensch vor sich geht, aber es regt mich unwahrscheinlich tierisch auf. Ja, und ich finde es... Es war wirklich ein Jahr, dass ich meine Canon nicht mit hatte. Ich hätte es zu gerne gefilmt und diese netten Herren... Mitunter habe ich wirklich das Gefühl, dass man als Longboarder meint, man trifft Leute auf der Straße, die frisch aus einem entlassen worden. Es geht einfach nicht an, dass man übersehen wird. Ich finde es ein Ding der Unmöglichkeit, weil Leute, wir sind mit so einem Teil nicht gerade langsam. Die sind schnell. Und hätte ich jetzt nicht solche schittigen Lager drin, die den ganzen Winter über enthalten sind, dann wäre einiges schneller gewesen. Ich wäre voll in diesen Jeep reingedonnert. Ich weiß nicht, warum Mercedes meint, solche Jeeps verkaufen zu müssen an Leute, die damit nicht umgehen können. Wenn es wenigstens ein Bauer gewesen wäre oder eine Bauersfrau, dann hätte ich vielleicht noch Verständnis gehabt für so ein Fahrzeug. Aber nur um anzugeben und sich so einen Wagen anzuschaffen und meint, man ist damit Herr der Straße oder Herrin der Straße, vielleicht muss ich die Person nichts ansprechen und sie dafür danken, dass sie mich fast übergefahren hat. Also ehrlich gesagt, Leute, es ist... Was ich am liebsten mit solchen Personen machen würde, ist Folgendes. Stimmt. Ich finde es unmöglich, wie sich einige im Verkehr benehmen. Es gibt viele Skateboarder und Longboarder, die meinen, man muss herumkurven, man darf herumkurven, wer möchte. Ich ehrlich gesagt finde es nicht so toll. Man sollte schon füreinander und miteinander, aufeinander Rücksicht nehmen. Aber sich aufführen wie die Herren auf der Straße, muss nicht sein. Aber sich aufführen auf der Straße und zu meinen, man ist die Herren oder der Herr der Straße, ist nicht richtig. Es geht auf beiden Seiten, Autofahrer, Longboarder, Skateboarder und Fahrräder. Ich spreche jetzt alle vier Personengruppen an. Und immer dran denken, schafft euch einen Helm an. So ein Helm kostet nicht alle Welt. Gut, es gibt was Schöneres als so ein Helm. Im Sommer ist es ein ordentlicher Spitzkasten. Gute Frisur sollte man nicht haben. Aber lieber eine kaputte Frisur statt einen kaputten Kopf. Ihr habt nur einen. Und immer dran denken, aufeinander Rücksicht nehmen. Ist besser, als auf Intensivstation zu legen.
Und liebe Frau, sollte ich dich nochmal sehen, dass du sowas machst? Und solltest du das nochmal machen und ich komme zu Sturz? Weißt du was? Deine Motorhaube ist Schrott. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Namen. Hinter mir, das ist Tasso. Nicht Hasso, nicht Hasse, sondern Tasso. Und keine Angst, er sieht nur so aus. Also Leute, kiffen tut er mindestens ein Kilo am Tag. Logisch, wenn ich aus Booty kommen würde, würde ich auch jeden Tag ein Kilo kiffen. Das hält nicht mal der stärkste Geier aus. Tschüss.